Ich will wissen, was dieses Ding hier in meinem See verloren hat. Wo haben Sie den her? Oh, aus dem See gefischt. Und seinetwegen sind zwei Menschen tot. Du meine Güte! Du meine Güte! So ist es, du meine Güte! Entschuldigen Sie bitte, aber ist das etwa ein scheiß Piranha? Karl? Und das war nicht der Einzige. Hier, sehen Sie sich das an. Da waren Hunderte von denen. Hunderte! Und die waren echt sauer. Von so etwas habe ich schon mal gehört. Ja, das waren Baby-Alligatoren in New Jersey. Jemand hatte sie in einem Fluss ausgesetzt. Was? Dieser Fisch ist nicht ausgesetzt worden. Wo kann er sonst hergekommen sein? Dieser spezielle Piranha verschwand aus unseren Gewässern vor mehr als 2 Millionen Jahren, verstehen Sie? Was soll das Wo geht er denn jetzt hin? Ach, erlauben Sie mir, Ihnen jemanden vorzustellen. Das ist der Pygocentus natereri, der Ur-Piranha. Er lebte im Colorado River, und zwar bis ins Pleistozän, dem Eiszeitalter. Ich begreife immer noch nicht, wie Sie ein Exemplar finden konnten. Ein lebendes. Durch das Erdbeben wurde ein Zugang zu einem unterirdischen See geschaffen. Aber wie konnten Sie so lange abgeschnitten von der Umwelt nur überleben? Kannibalismus! Sie müssen sich selbst bekämpft haben, um zu überleben. Sehen Sie? All die Narben an den Schuppen und dann diese Augen. Als würde er einen fixieren. Oh, nein, 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 nein! Er fixiert nicht. Er nimmt Witterung auf. Gott, könnten Sie das bitte lassen?